Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Die meisten Versicherungen sind echt oldschool, doch Haftpflichthelden ist Versicherung in cool. In 3 Minuten sicherst du dir deinen perfekten Haftpflichtschutz für nur 6 Euro pro Monat. Mit Easy-Wechselservice, 100% papierlos und täglich kündbar. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/Haftpflichthelden und du bekommst den ersten Monatsbeitrag for free. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehack Show aus Altdorf. Eichdorf in NRW, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, geschrieben E-I-T-E-O-R-F, Eichdorf. Du hast auf jeden Fall richtig gehört, Eichdorf ist die Metropole, in der wir gerade sind. Also Eichdorf ist wirklich ein ganz kleines, verschlafenes Kaff mitten im Rheinland. Und das ist der Ort, wo die Eltern von Feli herkommen und wo auch Feli herkommt. Und deshalb sind wir gerade hier, um ein bisschen Energy und Kraft zu tanken, nachdem wir jetzt 6 Tage in Bonn gewesen sind. Wir sind gerade auf kleiner Deutschland-Tournee, waren vor einer Woche, sind wir aus Lemnos nach Deutschland gekommen. Und ich gucke gerade mal, hatte mich interessiert, Population, also Bevölkerung von Eichdorf, sind knapp 20.000 Leute. Ist echt im Rhein-Sieg-District quasi in der Nähe von Hennef und Windeck, Hamm, bei Siegburg, Bonn, St. Augustin. Also genau in der Ecke befinden wir uns gerade und sind hier 5 Tage bei Felix' Eltern, genießen einfach mal so ein bisschen verwöhnt zu werden, runterzukommen, coole Gespräche zu haben und mal wieder Zeit mit der Family zu verbringen. Später im Rahmen von unserer kleinen Deutschland-Tournee sind wir auch in Düsseldorf bei meiner Mom. Die haben wir jetzt auch schon kurz besucht, als wir letzte Woche Dienstag, glaube ich, oder Montag aus Lemnos gekommen sind und hatten so ein Stopover in Düsseldorf, haben dann unseren riesen Kiteback quasi in Düsseldorf bei meiner Mom untergestellt in ihrem Keller und haben ein bisschen gequatscht und mussten dann aber direkt weiter nach Bonn, weil wir da auf diesem krassen Event waren, auf dem Workshop vom Dr. Joe Dispenza, einem Neurowissenschaftler, der seine Erkenntnisse kombiniert mit wirklich tiefgreifenden Meditationen, in denen die Zirbeldrüse aktiviert wird. Das ist unsere Connection ins Quantum Field, in die 5. Dimension. Und das war schon alles sehr, 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 sehr beeindruckend und sehr spacig, was da abgegangen ist. Und selten hat mich ein Mensch so nachhaltig beeindruckt wie Dr. Joe Dispenza. Also absolute Empfehlung. Der ist noch einmal in diesem Jahr in Deutschland für einen Progressive Workshop. Das sind quasi so die Foundation. Und das wird in Rosenheim stattfinden im November. Verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Also wenn du Bock hast, dich selber irgendwie weiterzubringen, aufs nächste Level zu bringen, dann check den Workshop mit Dr. Joe aus. Ja, und wir sind jetzt hier in Deutschland, wir sind jetzt, wie gesagt, vorher in Bonn gewesen, jetzt in Eichdorf, am Samstag, wir haben jetzt Mittwoch, am Samstag geht's weiter nach mit dem Zug Richtung Frankfurt, dort werden wir abgeholt, dann nach Neu-Isenburg quasi verschifft gebracht, treffen wir uns mit dem Tobi Beck zu einem Mastermind-Session, freue ich mich schon drauf, und Sonntag sind wir dann auch bei Tobi mit auf seinem Event am Start bei der Masterclass of Personality und fahren am Montag dann, nachdem wir noch einen Termin in Frankfurt gehabt haben, bei einem ziemlich spannenden Menschen, dazu mehr dann auf dem Podcast, wenn es soweit gewesen ist, nach Berlin. Und da sind wir dann 10 Tage in Berlin. Unter anderem checken wir dann nochmal die Location für die DNX im nächsten Jahr, je nachdem, wie viel Teilnehmer dann auch kommen werden. Da haben wir ja verschiedenste Optionen. Und sind auf jeden Fall dann wieder im Funkhaus am Start, wenn wir in Berlin sind. Und ich bin für alle Lifehacks-Hörer und Lifehacks-Fans auch am Start im APC Space. Und das APC Space ist das neueste Projekt von Robert Gladys von Awesome People Conference, Gründer, Speaker auf der DNX auch schon gewesen dieses Jahr mit einem richtig geilen Talk. Und die machen am 4. August ein Event, das ist auch offen für die Öffentlichkeit, open for public. Ich verlinke das Event. Ich glaube, noch gibt es kein Facebook-Event dazu, dann auch in den Shownotes, je nachdem, wann die Folge live geht. Aber um auf jeden Fall auf dem Laufenden zu sein, wann das genau stattfindet, wo und was ihr machen müsst, um mich zu treffen, hau ich das Event in die DNX-Community, Facebook-Community rein. Und da sind fast 9.000 Leute jetzt am Start. Das ist einfach heftig, wie das Ding gerade wächst. Und auch du
bist gerne eingeladen und herzlich willkommen. Also geh auf www.dnxcommunity.de und dann schalten wir dich für die Community frei und da announce ich dann auch und Feli und ich, wo wir wann sind. Vielleicht machen wir nochmal irgendwas Öffentliches. Also auf jeden Fall am 4. August im APC Space, der ist in der Reinhardtstraße 35, um 18 Uhr bin ich auf einem Live-Podcasting-Event eingeladen bei Robert Gladitz und ich freue mich schon total darauf, die Ehre zu haben, dort befragt zu werden. Eine Bewertung, die reingekommen ist von Sebastian Schopf, der sagt top, 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 5 Sterne, sehr inspirierender Podcast. Danke, lieber Sebastian. Und wenn du mir noch keine Bewertung hast, dann geh jetzt auf podcastbewertung.de. Ich lese jede einzelne Bewertung und sie hilft, dass die Show von noch mehr Leuten gefunden wird und dass ich die Inhalte noch besser auf euch anpassen kann. Last but not least, wenn du Bock hast, mal unsere DNX-Jobbörse kennenzulernen, ein paar Folgen zurück gab es eine Folge zur DNX-Jobbörse mit Stefan Gerd, der die eben mal getestet hat, ein Unternehmer, und ausgeschrieben hat und überwältigt ist von dem ganzen Feedback und Zuspruch und der Qualität der Bewerbung. Und wenn du auch Unternehmer bist, Solopreneur, dein Team erweiterst, Hilfe brauchst in irgendeinem Bereich, biete ich dir an, dass du kostenlos unsere Jobbörse testen kannst. Dafür schreib eine E-Mail an team@dnx-berlin.de mit dem Stichwort Jobbörsentest, beruf dich hier auf den Podcast, beruf dich auf mich, dass ich gesagt habe, das geht klar, dass du dort eine Anzeige kostenlos schalten kannst, um die Performance zu testen, und dann kriegst du einen Code zugeschickt und kannst kostenlos auf www.dnxjobs die Jobbörse von uns testen. Und ich weiß, dass da richtig viel Traffic drauf ist von motivierten, hungrigen, willigen, digitalen Nomaden mit viel Online-Know-how, und ich bin mir sicher, da sind die richtigen Kandidaten auch für dich dabei. Dann next, Eckhard Tolle ist ein Mensch, den ich sehr bewundere und den ich sehr verehre, und dort bin ich gerade im Online-Programm Eckhard Tolle Now. Es gibt aber auch viel kostenlosen Content von Ihnen auf YouTube, also checkt auf jeden Fall Eckhard Tolle aus, einer der hellsten Lichter, die heutzutage so in dieser Welt scheinen. Ich bin zutiefst beeindruckt, was Eckhard Tolle für eine geile Arbeit macht. Alright, lass uns einsteigen in das heutige Thema, und zwar geht's um die wie nennt man die? Smartwatch, ne? Um die Smartwatch Samsung Gear S3 Frontier. Und die habe ich jetzt seit Anfang des Jahres am Start. Ich hatte die eigentlich schon länger irgendwie, bin aber noch nie dazu gekommen, die so wirklich auszuchecken. Und hatte die jetzt aber, als wir in Berlin gewesen sind, zur Vorbereitung auf die diesjährige DNX im Mai mit am Start und dann auch mal mehr ausgetestet und will euch jetzt mal gern so meine Experience, meine Erfahrung mit der Smartwatch sharen. Weil zum einen finde ich, ehrlich gesagt, ich finde da viele Sachen von Apple richtig geil, aber die Apple Watch hat mich bisher nicht vom Hocker gehauen. Irgendwie sieht die mir noch zu mickrig aus, zu plastikmäßig. Hab sie dann auch mal bei Freunden gesehen und so ein bisschen mit rumgespielt und es hat einfach nicht geklickt. Und deshalb dachte ich, vielleicht gibt's ja andere Smartwatches, die trotzdem mit meinem iPhone kommunizieren können. Das kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen, weil die Systeme und die Mikroökonomien, Mikrokosmose, wie auch immer, dass sie sich auf jeden Fall immer relativ abschirmen. Also, dass man zum Beispiel Google Devices nur mit Google Software nutzen kann, oder dann zum Beispiel Samsung, die Smartwatch, Samsung Gear S3, dass man die nur mit Samsung Smartphones nutzen kann. Aber es gibt eine iPhone-App für die Gear S, und das ist natürlich cool. Die war nicht ganz so krass wie jetzt die App auf einem Android-Gerät von Samsung, aber ich finde, damit lässt sich schon relativ gut arbeiten. Also was passiert ist, dass die App dann automatisch mit deiner Uhr über Bluetooth kommuniziert, und du kannst die Uhr aber auch nochmal mit dem Internet verbinden über Wi-Fi zum Beispiel. Wenn du irgendwo in geschlossenen Räumen bist oder in deiner Wohnung oder so, dann kannst du die auch quasi mit dem Internet direkt connecten. Und was die Uhr kann, die ist richtig smart, wie der Name schon sagt. Und was für mich erstmal am wichtigsten war, das Design sieht cool aus. Also sie sieht richtig wertig aus, sie sieht nach einer Uhr aus, sie kostet auch einiges, sie kostet über 300 Euro. Ich glaube mittlerweile, irgendwie, die hat mal 400 gekostet, jetzt ist es über 300 oder sowas. Und ja, ist auf jeden Fall ein Schmuckstück. Ne? Was hat Tobi Beck, glaube ich, letztens zu mir gesagt, so eins der wenigen Schmuckstücke, die man als Mann noch tragen kann, sind Uhren. Und ja, so sollte man es auch sehen.
Ehrlich gesagt überlege ich aber, die Uhr jetzt wieder zu verkaufen, aber nur aus dem Grund, weil ich aufgrund meiner ganzen Meditation und meiner Arbeit, die ich auch mit Dr. Joe Dispenza gemacht habe, einfach für mich entschieden habe, ich lebe in no time und ich lasse mich nicht mehr in irgendein Schema pressen, ich lasse mich nicht mehr unter Stress setzen, ich lasse mich nicht mehr treiben, ich lasse mich nicht mehr unter Druck setzen. Und Uhren sind immer so ein Zeichen dafür, dass man sich anpasst an die bestehenden Normen, Konventionen und nach einem bestimmten System Zeit lebt und in der linearen, in der dreidimensionalen Welt lebt. Mein Ziel ist aber, mich mit dem über die Zirbeldrüse, dem Pineal Gland, noch mehr in die vierte und fünfte Dimension zu connecten, also ins Unified Field, ins Quantum Field, wo es keinen Space, keinen Raum und keine Zeit mehr gibt. Und da ist eine Uhr dann eher hinderlich. Anyway, nevertheless, ist eine Uhr auch nicht unbedingt so cool, wenn du an Kitespots bist. In Brasilien, am Sand, am Strand oder jetzt auf Lemnos habe ich sie zum Beispiel auch nicht mehr mit angehabt. Ich habe sie jetzt noch in meinem Minal gehabt, deshalb habe ich sie gerade wieder rausgeholt, um quasi jetzt so ein Review dazu zu machen. Dabei ist mir aufgefallen, so schlecht war die Uhr jetzt doch nicht. Vielleicht ziehe ich sie jetzt die 2 Wochen in Deutschland nochmal an und gucke, was passiert. Oder ich stelle sie auf eBay Kleinanzeigen und verkaufe die Uhr wieder. Aber ich will euch nicht vorenthalten, wie cool die Uhr doch sein kann. Also zum einen sieht sie sehr geil aus und das liegt daran, dass man sich verschiedene Designs runterladen kann, also verschiedene Ziffernblätter. Und ich weiß nicht, wie mein Ziffernblatt heißt, aber das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich guck mal, ob ich es jetzt hier in der App gerade finde. Battery, Suggested Apps, View More Apps. Genau, du kannst dann nämlich über deine iPhone-App oder auch direkt über die Uhr verschiedene Apps runterladen. Und da gibt's dann auch verschiedene Ziffernblätter. Und ich wollte mal gucken, wie das Ziffernblatt heißt. Das finde ich aber gerade nicht. Aber es ist ziemlich hoch bewertet. Sieht einfach geil aus, ne? Sieht total slick und gut aus. Das auf jeden Fall vielleicht zur Apple Watch schon mal viel, viel besser. Das Armband ist auch ein bisschen breiter. Die Uhr ist jetzt nicht zu schwer, aber schon so, dass sie was hermacht. Aufladen tut man die Uhr dann über so eine Ladestation, die ganz normal über einen, wie heißt das, Micro-USB-Kabel verbunden ist, ganz normal mit irgendeiner Charging-Station, und dann legst du die Uhr einfach drauf und die hält. Aber als ich jetzt in Berlin viel unterwegs war, Anfang diesen Jahres oder Mai, bestimmt 1-2 Tage oder so ohne anmelden. Ah, genau, hier Official Watch Face heißen die Ziffernblätter, und da muss man sich dann einen Account erstellen bei Samsung Galaxy, und dann kann man die Watch Faces runterladen. Verlinke euch die Uhr auf jeden Fall auch in den Shownotes, und da könnt ihr dann auch auschecken, was die alles mit am Start hat. Und zwar, also zum einen gibt es die Gear S3 Classic, die finde ich jetzt nicht ganz so geil wie die Frontier. Die Classic sieht halt sehr Classic aus und die Frontier ist, die ist eher so eine Adventure-Uhr, auch mal für draußen. Und was du damit machen kannst, du hast auf jeden Fall ein integriertes GPS, du hast einen Beschleunigungssensor, einen Lagesensor, einen Höhenmesser, einen Barometer, einen Pulsmesser und einen Umgebungslichtsensor. Was ganz interessant ist, du kannst dann automatisch immer tracken, wie viele Steps du pro Tag gegangen bist, kannst dir ein Ziel setzen, und die Uhr erinnert dich auch immer wieder daran, it's time to take a stroll, it's time to move. Wenn du längere Zeit dich nicht bewegst, das finde ich eigentlich mit einer der besten Funktionen, wirst du quasi entweder durch den Ton, aber ich habe eh immer alle Töne aus, aber durch so eine kleine Vibra-Funktion an der Uhr daran erinnert, ist Zeit, mal wieder aufzustehen. So, uns hat echt geholfen, dass, wenn ich dann lange Sessions am Computer hatte, dann zwischendurch mal aufgestanden bin oder irgendwas gemacht habe. Was die Uhr auch macht, ist, wenn du Fahrrad fährst oder wenn du gehst, dann merken die direkt sportliche Aktivität und trackt das dann für dich. Also es ist natürlich auch ein krasses Tracking-Tool, um Daten über dich und deine Beweglichkeit zu sammeln. Und es kann dann genau feststellen, okay, das war Fahrradfahren. Dann war ich im Gym, habe ein bisschen trainiert, hat festgestellt, okay, das ist Sports Activity. Und dementsprechend hast du dann Tagesziele, die du erreichen sollst, um fit zu bleiben und on track zu bleiben, und das mir hilft sowas immer zur Motivation. Das ist auf jeden Fall echt cool. Dann ist die Uhr wasserdicht, sieht echt aus wie so eine krasse, robuste Fliegeruhr. Es gibt so eine Always-On-Display-Funktion, also entweder ist das Display immer an oder, was ich habe, es geht dann irgendwann automatisch aus, um Batterie zu sparen, und hat so einen Bewegungssensor, sobald du dann quasi dein Handgelenk in deine Richtung bewegst, dann geht die Uhr an. Und wenn du die Zeit brauchst, drehst du das Handgelenk zu dir und siehst dann die Zeit, oder du siehst zum Beispiel das Wetter, du siehst zum Beispiel deine Schritte,
Du siehst deinen Puls. Deinen Puls kannst du auch regelmäßig messen. Das ist auch ganz interessant. Daran kannst du dann sehen, wie ist dein Ruhepuls, wie ist dein Puls unter erhöhter Anstrengung und gibt dir dann Rückschlüsse auf deinen Gesundheitszustand. Edelstahlgehäuse, habe ich eben schon gesagt. Und genau, du kannst dir dann auch noch so einen Brustgurt dazu holen für die Herzfrequenzmessung. Und da hast du dann auch über die Connection zu deiner Uhr ständig die aktuellsten Infos quasi auf deinem Ziffernblatt. Also das ist für mich so die Richtung, wie Smartwatches gehen sollten. Die sollen geil aussehen, die sollen wertig aussehen und dann noch die alle Funktionen haben, die eine Smartwatch haben soll. Was jetzt nicht funktioniert mit der iPhone-App und der Samsung Smartwatch, ist, dass du darüber Anrufe annehmen kannst oder Notifications bekommst über Facebook Messenger. Aber da bin ich nicht so ein großer Fan von. Ich habe immer alle Notifications aus. Ich habe keinen Vibra an. Ich habe keinen Ton an. Ich habe diese ganzen Bubbles ausgeschaltet, die 1, die 2, weil ich ein großer Fan davon bin, selber conscious zu entscheiden, wann gehe ich in die Social Media Netzwerke rein und wann habe ich Bock, mich damit zu befassen und will nicht immer wieder quasi on demand da reingepult werden. Lass mal checken, was noch alles abgeht. Also Anrufe kann man doch empfangen. Fällt mir gerade ein mit der iPhone-App. Hier sagt man, 4 Tage ist sie aktiv, auch ohne Aufladen. Dann mit der App kannst du es natürlich dann auch zu anderen Smartphones kompatibel machen als nur zu Samsung. Und das war's von dieser Seite. Lass mich nochmal checken. iOS, also das am meisten, was mich am meisten geflasht und überzeugt hat, war, dass es mit dem iPhone kompatibel ist, weil da mache ich keine Abstriche. Das Smartphone ist im Moment immer noch das iPhone. Ja, und dann hast du hier verschiedenste Apps. Also das Coole ist auch, du kannst an dem, ich weiß nicht, wie es bei der Apple Watch ist genauso, du hast so quasi so ein Ring, an dem du drehen kannst und dann kommst du auf die verschiedenen Apps und dann kannst du, das hat auch ein Touchscreen, dann kannst du quasi da drauf touchen und kommst dann in die Apps rein. Wie zum Beispiel, was ich mir jetzt auf dem Homescreen auf der Uhr gelegt habe, sind Steps, also meine Activity zu tracken, dann das Wetter, auch wenn es nicht beeinflussen kann, dann Heartrate, was habe ich hier noch, Kalorienverbrauch. Da kannst du dann reingehen und siehst dann, wie viel du gerannt bist, wie viel gelaufen, wie viel du gestanden bist. Dann ein Barometer, ein Altometer, deine Höhe, den Luftdruck. Dann verschiedene Zeitzonen kannst du dir anzeigen lassen, zum Beispiel in Brasilien. Was habe ich hier? Brasilia, Berlin, Bangkok. Dann Samsung Voice, darüber kannst du dann deine Uhr über deine Voice bedienen. Dann habe ich einen Kalender als App hier drauf. Du kannst natürlich einen Wecker einstellen. Du kannst Mucke hören. Spotify hat jetzt eine App rausgebracht für die Samsung Gear. Light Jogging, was haben wir hier noch? Also wie ihr seht, ist noch viel Spielerei, aber man kann das Potenzial auf jeden Fall erkennen von diesen Smartwatches. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Must-Have ist, aber es ist eine schöne Spielerei, gerade für so Nerds wie mich, die immer gern so am Nabel der Zeit sind, was technisch alles Neues geht, ist das für mich gut. Gallery, kannst du dir Bilder noch anschauen, die du mit deinem iPhone synchronisieren kannst. Timer kannst du dir einstellen, also Timer, die rückwärts laufen. Einen Taschenrechner hast du dran, Calculator oder ich mir jetzt installiert, dann gibt's YouTube. Eine YouTube-App, dann gibt es einen Browser, kannst du über deine Uhr quasi browsen, Google Maps gibt es über die Uhr, Voice Memo gibt es über die Uhr, ein Speedometer und Get More Apps, mehr habe ich mir jetzt noch nicht installiert. Reminders kannst du dir machen, To-Do-Listen, Settings, S-Voice, Music Player, Weather, Samsung Health, da kriegst du dann verschiedenste, deine Kontakte kannst du natürlich durchsuchen, kannst natürlich telefonieren und über Samsung Health kriegst du so eine Auswertung über deine Steps, deine Kalorien, wie viel Stockwerke du gegangen bist, wie viel du Light Jogging gemacht hast, wie deine Heartrate war, kannst einstellen, wie viel Wasser du getrunken hast, wie viel Tassen Tee du hoffentlich nicht getrunken hast. Ja, that's it. Du siehst,
Ist ein echt schönes Spielgerät. Wer am 4. August zu dem Podcast Live Event in den APC Space kommt, dem zeige ich auch gerne die Samsung Watch. Ich ziehe sie jetzt doch nochmal an, irgendwie ein, zwei Wochen hier in Deutschland habe ich beschlossen, und dann verkaufe ich die, glaube ich, am Ende von meiner Deutschland-Tournee, und in Brasilien brauche ich dann keine Uhr und ich wollte eh noch mehr in No Time leben. Aber das Gute ist ja an dem Ziffernblatt, es geht immer wieder automatisch aus und dann lebe ich wieder in No Time. Ja, that's it. Ich verlinke euch die Uhr, die Samsung Gear S3 Frontier, in den Shownotes und verlinke euch auch nochmal die aktuelle, die offizielle Produktseite dazu. Und ja, finde es richtig cool von Samsung, dass sie eine Uhr rausgebracht haben, die geil aussieht, die coole Funktionen hat und dann auch noch eine App quasi entwickelt hat, die dann auf anderen Plattformen läuft, um dann so eine Samsung-Uhr auch mit dem iPhone nutzen zu können. Wenn man, so wie ich, sagt, das iPhone ist geil, aber die Apple Smartwatch gefällt mir nicht, die finde ich noch unausgereift, finde ich irgendwie nicht cool. Und das war mein Review zur Samsung Gear S3 Frontier Uhr. Wir hören uns morgen wieder mit einer neuen Folge der Lifehack Show und vielen Dank für über 500 Folgen Treue. Also es war der Hammer. Ich musste letztens mal raussuchen, wie viele Folgen wir gemacht haben, und es sind über 500. Und vielen Dank an jeden einzelnen Hörer da draußen. Ohne dich wäre dieser Podcast überhaupt nichts. Und du bist der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Und dann vielen Dank an mein ganzes Team im Hintergrund, an unsere VAs, an die Post-Production, an Feli, an alle Interviewgäste und an jeden, der noch dazu gehört, dass dieses Projekt so erfolgreich ist, wie es gerade ist. Also, wir hören uns wieder mit einer neuen Folge der Lifehack Show. Bis morgen. Peace and out. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de und connecte dich mit Tausenden von anderen Lifehackern und angehenden digitalen Nomaden. Und drittens, geh jetzt auf www.dnx-berlin.de/news und trag dich in den kostenlosen Newsletter ein. Dort bekommst du meine 7 Erfolgsgeheimnisse und einen 50-Euro-Gutschein für die nächste DNX in Berlin. Alle Infos zur DNX und das Programm findest du auf www.dnx-berlin.de. Peace and out.